Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem kleinen Auslosungsvideo bzw. Auflösungsvideo von meinem Kirby Ostergewinnspiel. Ja, meine Lieben, ihr hattet ja bis zum 30.04. Zeit, um mir ein wunderschönes Bild von Kirby zu malen bzw. zu basteln, weil es sollte ja mit Wolle gebastelt werden, mit natürlich dem Thema Ostern, das heißt Kirby irgendwie mit einem Osterei oder sonstiges. Und ja, ich habe auch ein paar Einsendungen bekommen, habe mich auch sehr darüber gefreut und natürlich möchte ich auch diejenigen, deren Bastelkunst ehren, die jetzt nicht gewonnen haben. Es gibt dadurch dann jetzt insgesamt 6 Plätze, also es gab 6 Einsendungen. Wir fangen natürlich mit dem letzten an und arbeiten uns dann bis zum ersten vor. Das heißt, ihr werdet dann auch direkt sehen können, wer hat den dritten Platz gemacht, wer hat den zweiten Platz und wer hat den ersten Platz, also wer kriegt dann die Gewinne. Ich werde diese 6 Plätze jetzt einfach durchlaufen lassen, ohne es irgendwie zu kommentieren, denn ihr habt alle toll gearbeitet und habt wirklich tolle Bilder zustande gebracht mit Wolle, was ich ja sehr toll finde, einfach, dass ihr das gemacht habt. Und ja, ich würde es jetzt einfach durchlaufen lassen, dann könnt ihr euch in Ruhe die Meisterwerke anschauen und zum Schluss werde ich dann nochmal etwas sagen, wenn die Bilder durchgelaufen sind. Also bis gleich. So, nun habt ihr alle Kunstwerke gesehen und ihr habt auch direkt gesehen, wer gewonnen hat. Ich wiederhole es jetzt nochmal kurz. Auf Platz 3, also die Amiibo-Figur König DDD, geht an den lieben Xiosna mit seinem 3D-Bild, was ich richtig toll fand. Und Platz 2 hat die liebe Yuna gemacht mit ihrem wirklich komplett voll mit Wolle gemachten Bild. Sie gewinnt das Spiel Kirby und das extra magische Garn für die Nintendo 3DS. Man kann es auch auf der 2DS spielen. Und Platz 1 geht an die liebe Kira Fee mit wirklich einem wunderschönen, süßen Kirby-Bild, wie ich finde, so mit Häschenohren und so einem Täschchen oder so einem Sack mit Eiern voll hinten auf dem Rücken und dann sitzend auf, ich glaube, das soll der Stern sein. Und dann auch noch diese kleinen, wie heißen die denn noch, diese kleinen Viecher da? Ach, ich weiß nicht mehr, Walledi, ach, ich weiß es nicht mehr, wie sie heißen. Fand ich mega süß und vor allem diese kleinen, diese ganz kleine da, den dann noch aus Wolle zu machen, Meisterleistung auf jeden Fall, finde ich. Ja, du gewinnst dann natürlich die New Nintendo 2DS XL. Ich hoffe, du hast Spaß daran. Für alle Gewinner gilt nun, bitte schreibt mir eure Adresse per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse findet ihr unten in der Infobox, sie wird aber auch jetzt gerade nochmal eingeblendet. Bitte schreibt mir eure Adresse, damit ich euch das so schnell wie möglich zuschicken kann. Ich werde es dann auch sofort eintüdeln und abschicken, damit es so schnell wie möglich bei euch ist. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Gewinnspiel. Ich hoffe, ihr habt eine Freude jetzt damit mit dem Gewinn und ich bedanke mich bei allen, die teilgenommen haben für diese wunderbaren Bilder und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!